Ja, meine Freunde, willkommen zurück hier beim Let's Play von OMSI, der Omnibus Simulator 2. Ja, eigentlich wollte ich das ja so ein bisschen jetzt reduzieren mit OMSI, aber ich habe mir gedacht, na komm, FIFA, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr, weil in ein paar Tagen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann, also in wie vielen Tagen genau, weil ich das jetzt alles vorproduzieren muss, aber habe ich mir gedacht, FIFA 14 lohnt jetzt nicht mehr und deswegen spielen wir jetzt noch OMSI. Und zwar habe ich, glaube ich, schon einen Fahrplan angenommen. Ich weiß gar nicht. Nee, habe ich doch nicht. Also wir nehmen hier den Blaureuth-Regionalverkehr und dann fahren wir heute die Linie 702. Und da haben wir dann die Linie Nummer 636 von Zavelstein, wo wir auch gerade sind, nach Blaureuth-Westbahnhof. Okay, sie lösen Wagen mal bla 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 ab. Dieser Wagen wird ausgesetzt, das kennen wir ja. Okay. Ich bin froh, dass das gerade läuft, weil eigentlich wollte ich den Stadtbus spielen, also das OMSI Add-on, aber das wollte nicht so, wie ich will. Und deswegen sind wir jetzt doch nochmal auf Römerberg, habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja, und machen wir das Gefährt mal an, beziehungsweise erstmal die Elektrik 63600. Die Linie wird 40 Minuten lang sein, also doch schon eine ganze Zeit, die wir hier verbringen werden. Also zwei Folgen. Nein, das ist falsch. Dann nehmen wir die Route 02. Besser? Ja, Westbahnhof. Das hört sich besser an. Okay. Hat er das jetzt schon geschildert? Natürlich nicht. Ich habe nämlich die Rollbandvariante vom SD200 SC83 genommen. Und jetzt kenne ich mich damit nicht aus. Oder warte. Irgendwie so ging das doch. Warte, oder war es so? Hier mit F5 oder F6 oder F7? Irgendwie so war das doch, aber... Oh, jetzt habe ich gerade die Helm-Taste gedrückt, aber ist ja egal. Dann stelle ich es manuell ein. Linie 636. Fahrziel war Westbahnhof. Zabelstein, Römerberg, Zopp. Wo haben wir es? Zabelstein. Ja, toll. Blaureuth Westbahnhof. Okay. Und da kommt nichts, warum auch immer. Das wollte ich nicht. Hier. Naja, vielleicht steigen die Menschen ja doch ein. Aber bei OMSI ist das ja immer so eine Sache. Ich weiß gar nicht, was das hier für ein komisches Repaint ist. Das habe ich einfach mal genommen. Sander. Sanitär, Küche und Heizung. Ja, und die Exoten wollen nicht einsteigen, wie es aussieht. Stellen wir die Zeit mal ein bisschen vor. Nochmal gucken. 9.05 Uhr, dann machen wir 9.04 Uhr. 9 Uhr 4 0 0. Okay. Und da will immer noch keiner einsteigen. Dann haben die Pech. Komm. Dann fahren wir jetzt los. Eben das Lenkrad aktivieren. Motor an. Gang rein. Und let's go. Okay, er fährt schon mal. Gut. Und Bremse kalibrieren. Okay, Bremse geht. War gerade ein bisschen verzögert, aber das legt sich schon noch. Und was habe ich vergessen? Da war doch noch irgendwie was. Genau, ich wollte die Haltestellen links da machen. Oder die Markierungen. So, und wir fahren die Linie 636. Das heißt, wir dürfen hier rechts abbiegen. Beim letzten Mal, oder ich weiß gar nicht, beim letzten Mal war das nicht. Auf jeden Fall sind wir hier auch schon mal in Zavelstein gestartet, meine ich. Und, aber sind dann in die andere Richtung gefahren. Das war, glaube ich, die Folge 13, wo wir dann auf einmal ins Nichts gefahren sind. Was mir heute natürlich nicht passieren wird. Oder mir will es... nicht passieren, oder keine Ahnung,
wie ich das jetzt genau sagen soll. Hat er schon die Haltestelle weitergeschaltet? Ich weiß gar nicht. Aber ist ja egal. Fährt ja eh keiner mit. Wenn keiner mitfährt, dann brauchen wir auch keine Ansagen. Obwohl, Ansagen gab es ja sowieso, glaube ich, nicht hier beim SD200, SD83. Und warum blinke ich gerade? Ich dachte, das wäre hier irgendwie eine Kreuzung oder so, glaube ich. Und habe ich mich schon wieder verfahren? Na, ich muss wohl geradeaus, wie es aussieht. Hoch in die Berge. Und wir stehen mal wieder an einer Ampel. Wie so oft schon im OMSI Let's Play. Okay. Grün wird sie. Was will sich mein Pedal hat? Das ist so rau an. Okay, wollt ihr dann wenigstens mitfahren? Wahrscheinlich nicht. Die Oma auch nicht. Dann fahren wir eben weiter. Aber das fühlt sich wirklich komisch an. Das ist komisch. Okay, dann fahren wir mal wieder ohne Fahrgäste. Aber Hauptsache, wir fahren so ein bisschen. Okay, hier sind 50 jetzt erlaubt. Wie schnell fahren wir gerade? Na, 45 oder so. Oh. Na, darauf sollte man natürlich auch achten. Ist ja klar. Nur, ich habe nicht drauf geachtet. Das ist das Problem. Jetzt rasse ich ja auch schon wieder so unkontrolliert hier die Berge herunter. Fällt mir auch nicht unbedingt. Jetzt kommen ja im Tunnel uns auch Autos entgegen. Und das kenne ich noch, da als ich die Probe gemacht habe, habe für den Gletscher Express die Folge, da die wir eigentlich mit dem Gelenkbus hochfahren wollten. Und daher kenne ich den Tunnel eben noch. Den bin ich dann auch gefahren und dann fährt man hier irgendwie hoch zurück zum Gletscherparkplatz, war das, glaube ich. Nee, zur Gletscherbahn hoch. Ja, und da habe ich eben gemerkt, dass das nicht so wieder durch die Berge ist, sondern einfach hier diese Straßen lang und dann habe ich mir gedacht, komm, dann fährst du das Ganze doch bergab. Das könnt ihr in der letzten Folge sehen. Könnt ihr ja mal in die OMSI-Playlist gucken oder eben auf meinem Kanal. Und wenn du abonniert bist, hast du es sowieso wahrscheinlich schon gesehen. Wenn nicht, würde ich mir die auf jeden Fall mal reinziehen. Es wird auf jeden Fall ein Kandidat fürs Best-of. Und ja, die ist auf jeden Fall spaßig, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Beziehungsweise nachwegnehmen oder wie auch immer, weil die Folge ist ja schon draußen. Okay, da haben wir so Gletscherparkplatz. Hier müssen wir halten und wahrscheinlich will wieder keiner mit uns fahren. Genauso ist es. Naja. Umsi hat manchmal so Probleme und Gletscher Express, da geht's wieder hoch. Aber wir dürfen weiterfahren und hier ist gar keine Ampel, nur für den Gletscher Express. Aber wir sind ja hier die Linie 636 zum Westbahnhof. Deswegen brauchen wir sowas nicht, wir sind zu gut für eine Ampel, wisst ihr? Ja, und wenn du die Folge schaust, bin ich jetzt immer noch in England. Wie ist noch... Also meine Woche da in England. Keine Ahnung, was ich jetzt im Moment mache. Vielleicht bin ich in London. Vielleicht bin ich auch irgendwie shoppen oder was auch immer. Vielleicht bin ich auch am Meer. Wer weiß. Aber du guckst dir hier gerade die Folge an. Ob am Computer oder am Tablet oder auf der Xbox. Ist ja egal. Hauptsache du schaust. Okay, und irgendwie ist das Ganze so ein bisschen langweilig hier durch den Tunnel die ganze Zeit.
Aber naja. Ich soll vielleicht mal ein bisschen bremsen, weil da kommt jetzt eine schärfere Kurve. Und wir sind ja nicht in der Formel 1. Leider. Oder auch gut so. Wer weiß. Wäre vielleicht auch mal so eine Idee, vom Formel 1 Spielen Let's Play zu machen. Aber wenn dann jetzt nicht von der von Formel 1 2013, wenn dann von 2014, wenn das rauskommt, das kommt ja dann auch, denke ich mal, im Herbst raus. Und jetzt haben wir die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Das sind 88,8 km/h, die wir jetzt schon wieder verlassen haben. Wir bringen den Bus an seine Grenzen. Okay, geradeaus müssen wir wohl. Und wir fahren jetzt in den Stadtteil. Keine Ahnung, konnte ich gar nicht so schnell lesen. Irgendwas mit T auf jeden Fall rein. Und da ist eine Haltestelle, wo unsere Freunde wohl wahrscheinlich nicht einsteigen wollen. Da ist sogar gar keiner. Also weiter in den Kreisverkehr. Umkehr, U-Turn oder? Was soll das denn bedeuten? Ich habe die Strecke oder die Linie auch noch nicht abgefahren. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wo wir her müssen. Muss ich hier weiter? Ich hoffe. Nee, jetzt fahre ich doch zurück. Das geht doch gar nicht. Das ist unlogisch. Ma. Toll. Oder? Nee, es kann doch sein, dass wir weiter geradeaus müssen, weil vorhin da war ja so ein Pfeil, meine ich, wo wir dann links abbiegen mussten jetzt, wenn wir von hier kommen. Das heißt, ich fahre einfach mal zurück und dann werden wir sehen. Lange nicht auf. Eben gucken. 17.24 Uhr haben wir gerade. Und so eben entsperren. Und 12 Minuten. Ja, Blaureuth ist richtig. Blaureuth-Westbahnhof. Okay, ich dachte, da wäre so ein Ding da hier. Dieses weiß-schwarze Teil da mit den Reflektoren. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Mir fällt gerade nicht der Name ein. So. Oh, was war das? Ich habe kurz das Lenkrad losgelassen, sofort fährt der Bus woanders hin. Okay, und wir rasen hier mal wieder durch die Berge und haben, glaube ich, wieder die Höchstgeschwindigkeit erreicht. 76,3 ist, glaube ich, nicht die Höchstgeschwindigkeit. Wir hatten vorhin 78, wenn ich mich richtig dran erinnere. Und jetzt blendet die Sonne. Ich dachte, ich hätte da wieder dieses Teil hier. Ich weiß nicht, ob ihr den Mauszeiger seht. Dieses. Oh, jetzt haben die Kacheln neu geladen und. Déjà-vu, Freunde. Guckt euch das an. Hä? Ach so, wir stehen hier einfach. Interessant. Interessant. Hier geht's nicht weiter. Was nun? Ja, das ist wirklich ein Déjà-vu. Das heißt, ich glaube, wir sind mal wieder am Ende dieser Folge. Ja, eigentlich sollten es ja 2 Folgen werden. 20 Minuten. Aber ich glaube, das kann ich jetzt auch mal wieder vergessen. Das Problem, das seht ihr ja selbst. Ich kann nicht vorwärts fahren, rückwärts, nichts geht mehr. Der Bus hängt fest aus ominösen Gründen, obwohl vor uns nichts weiter ist. Und... ja, das war's dann leider auch schon wieder. Wir stehen ja mal wieder wie in Folge 13. Das ist ja wirklich ominös, Römerberg. Aber wahrscheinlich habe ich es falsch installiert. Ich habe es danach auch nicht nochmal neu installiert, weil wir dann ja den Gletscher Express fuhren und da dann alles in Ordnung war. Und mal wieder fahren wir ohne Fahrgäste. Wie in Folge 13. Ja, aber ist ja auch egal.
ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich muss mal gucken, was übermorgen kommt. Vielleicht nochmal eine Omsi-Folge. Man wird sehen. Bis dahin. Tschüss.